die Plage gewonnen. Kapitel 7. Sehe die Zeichnung auf den Hinterbeinen. Bei den Vorderbeinen sieht man es auch ganz leicht. Einen Dash. Kommt das Rot eigentlich von dem Skin, was wir tragen? Wartet mal kurz. Ja. Ich glaube, ich würde dann den Skin noch mal kurz wechseln. Einfach weil ich finde, das ist die bessere Farbe für das aktuelle Setting. Auch wenn das Rot mehr auffällt. Aber ich finde das irgendwie ein bisschen passender. Speicherpunkt. Schöne Atmosphäre. Ich mal den Blumen nach. Schön.
glaube, das ist der Song aus dem Startmenü. Was habe ich denn jetzt Schönes gemacht? Darum sieht man es noch. Das sieht aus wie Nordlichter. Noch mehr. Wenn die Grillen zirpen hört. Da ist einer der Mönche. Das ist eine Statue. Euch suche ich ja gerade so ein bisschen. Okay, da komme ich nicht hin. Wow, ich komme hier durch. Wie ist das denn passiert? Da muss was kaputt sein. Mal aufpassen sollen, wo der Mönch hingegangen ist. Ah, da. Hallo? Laufen. Das waren ja schon ein paar, ne? Wir werden etwas schneller mit dem Dash. Den möchte ich aber tatsächlich gerade gar nicht benutzen. Ich finde, dass das so ein bisschen die Atmosphäre kaputt macht. Also ich möchte ihn nicht benutzen, wenn ich ihn nicht brauche. Ah, Statue. Dadurch, dass wir jetzt unendlich rennen können, kommen wir auch relativ zügig voran.
die hier voll rausstechen mit der roten Magenta-Farbe. Oh Gott, ist das Gebiet riesig. Wie können wir denn da laufen? Öfen und eine Furie, wollte ich sagen. Ich weiß nicht, warum eine Fuchsstatue. Oh, da sind nochmal Männchen. Hallo. Oh, sie danken mir, wenn ich komme. Da tut es mir schon echt leid, dass ich nicht alle gefunden habe. Noch 4 Stück fehlen. Weit ihr den Wald gebastelt haben, aber wenn wir nicht so weit gehen. Hier ist Ende Gelände. Da soll ich nicht weitergehen. Und die Frage, wie viele Statuen es denn gibt. Welche verpassen kann. Also kann man schon, aber ob das dann eine Auswirkung hat. Oder ob die auch jetzt eher so optional sind. Da ist noch eine. Ich bin mir unsicher, wo ich jetzt hinlaufen soll. Aha. Ich möchte ja keinen von denen verpassen. Vielleicht sieht man ja noch den einen oder anderen Mönch. Thank you.
den Eindruck, wir sind grüner geworden, aber ich glaube, das habe ich mir nur eingebildet. Sehr merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. Ich habe den Eindruck, dass plötzlich die Farbe anders ist und die Intensität, aber ja, bilde ich mir vielleicht noch ein. Schon 20 Statuen verpasst habe, ja, dann weiß ich auch nicht. Meine Güte. Da komme ich nicht weiter. Da ist noch eine. Da ist der riesige Baumstumpf. Nicht Baumstumpf, aber Baumstamm, den ich gesehen habe von unten. Ich komme mir gerade so ein bisschen vor wie bei, wie hieß das, The Path oder so, wo wir auch durch einen Wald gelaufen sind mit verschiedenen Charakteren allerdings und haben verschiedene ja, Orte gefunden, die aber immer nur mit bestimmten Charakteren nutzbar waren. Müsste ich eigentlich auch mal wieder spielen. Da sind noch einer. Oder bist du das, der vom Anfang? Schon wieder am Anfang? Oh, ich habe keinen Orientierungssinn. Nee. Nee.
An dich würde ich mich erinnern. Boah, leuchten wir so hell. Da ist noch einer. Hallo. Ich werde niemals unser Ziel finden, weil ich schon jetzt nicht mehr weiß, wo ich bin und wo ich hin soll. Das war jetzt ein Zufallsfund. Das waren eigentlich alles Zufallsfunde. Ich meine, vermutlich müsste ich den Lichtern folgen. Da nach hinten. Wie viele gibt's denn von euch? Das wäre mal schön zu wissen. Bei den Mönchen kriege ich das wenigstens angezeigt. Bei euch habe ich gerade gar keine Ahnung. Vermutlich zu viele, deswegen werde ich sie nicht alle finden. Oh, was haben wir denn da? Ich möchte da hin. Wie komme ich denn da hin? Das schaut gut aus. Hallo.